Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste in Bild und Ton. Hallo Lieben und herzlich willkommen zum cineastischen Monatsrückblick des Monats August 2024. Ihr Lieben, es sind wenige Filme gewesen, die ich mir angeschaut habe. Es gab natürlich auch einen Filmmarathon. Ich habe ja gesagt, die Filmmarathone, die mache ich nochmal gesondert. Und ich mache die auch immer monatsweise. Also wenn ich zwei Filmmarathons habe, dann packe ich die dann auch Filmmarathons in oder Marathone in dem jeweiligen Monat. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt bei diesem Monat nicht mehr zu machen, sondern ich werde das erst machen beim Monat September, weil der Zettel auch abhanden gekommen ist, wo ich mir die alle aufgeschrieben habe. Also von daher ab September mit dem cineastischen Monatsrückblick September 2024 gibt es dann auch den Filmmarathon-Überblick des Monats September 2024. Jetzt sind wir bei August 2024 und ich muss wieder meine pseudo-intellektuelle Sehhilfe aufsetzen. Leute, es ist vorbei mit dem Lesen. Ohne Brille geht ja nicht mehr. Ich komme auch langsam vor wie der Märchenonkel hier so mit der Brille, der immer so erzählt. So ist das eben halt im Leben. Was soll man schon machen? Ja, der Monat August war bei mir ein sehr arbeitsintensiver Monat, was meine Arbeit anging. Viele Filme habe ich nicht geschaut. Ich habe allerdings, es sind 13 an der Zahl geworden. Das ist schon mal sehr entspannendes Schauen, muss ich dazu sagen. Und wenn man auch weniger Filme dann schaut und nicht so viele, wie ich das eine hatte. Und einmal hatte ich ja einen Monat, wo ich krank war und dann hatte ich ja richtig da Filme geguckt bis zum geht nicht mehr. Da wusste man nachher nicht mehr, was ist eigentlich in dem einen Film oder anderen Film, wenn man sich nicht noch Notizen gemacht hat. Und deswegen ist es ganz gut, wenn das sich immer so um die 20 Filme bewegt. Das ist dann auch in Ordnung. So, ich will euch kurz erzählen, welche Filme habe ich mir angeschaut. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Filmtipp für euch dabei. Ich habe mir angeguckt, der erste Film, den ich mir angeguckt habe, da hatte ich lange drauf gewartet, der Film The Zone of Interest. Der Film über den Lagerkommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die dort im Lager leben. Also speziell ging es ja hauptsächlich um ihn und seine Frau. Der Film ist eine Besonderheit, muss man dazu sagen. Bedingt durch die Tatsache, dass der Film in einer Art Dokumentarstil erzählt wird. Das Interessante an diesem Film ist, dass du siehst keinen Blick in die Konzentrationslager, passiert überhaupt nicht. Spielt sich alles im Haus und im freien Gelände sozusagen, außerhalb des Lagers, spielt sich das ab. Die Gräulichkeiten, die die SS mit den jüdischen Häftlingen dort begeht, siehst du nicht. Du hörst aber die Wachhunde, du hörst Schreie, du hörst Gewehrsalven. Also die Kulisse, die Geräuschkulisse des Konzentrationslagers, die ist vorhanden. Aber du siehst halt nichts davon. Das Interessante an diesem Film ist, dass, wie gesagt, es ein Dokumentarstil oder ja, Dokumentarfilmstil ist, wie der Film aufgebaut ist. Es gibt auch eine ganz interessante Geschichte zu den Dreharbeiten. Das war auch sehr beeindruckend, wenn man so mal in die Extras dieser Scheibe guckt und was da alles so aufgefahren wird. Das ist schon sehr interessant. Das Schlimme bei diesem Film ist, der Film verfehlt seine Wirkung trotzdem nicht. Denn das macht sich besonders nachher deutlich an den Reaktionen der Schwiegermutter dieses Lagerkommandanten. Ich glaube, der hieß Höss. Glaube ich, jetzt habe ich den Namen. Ich verwechsel das immer mit dem von Krakau. Da gab es dann den Amon Goeth. Und dann habe ich dann, das hatte ich auch mal bei der Vorstellung bei Neuem Archiv gesagt, da habe ich von Goeth gesprochen. Nee, das ist der Rudolf Höss oder Rudolf Höss hieß der, nicht Rudolf Hess. Rudolf Höss hieß der, glaube ich. Und der war der Lagerkommandant von Auschwitz und er und seine Frau haben da gelebt. Und für sie war das alles völlig normal. Und die Reaktion seiner Schwiegermutter, die dann auch nachher noch abreist, die ist hochinteressant. Und der Film zeigt im Endeffekt, wie du, dann spielt sich neben deines Hauses, spielen sich Grausamkeiten ungeahnten Ausmaßes ab. Und du nimmst das alles für völlig normal. Interessant gemachter Film, kann ich nur jedem empfehlen. The Zone of Interest, sehr, sehr interessanter und sehr nachdenklicher Film, muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, dann habe ich mir angeguckt, Bud Spencer, sie nannten ihn Mücke. Lange nicht gesehen, den Film. Und jetzt habe ich ihn mir dann doch mal reingetan. Als DVD habe ich ihn ja liegen. Und ja, war mal wieder einer der Filme, die sich gelohnt haben, sie zu sehen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Toller, großartiger Film. Sehe ich immer wieder gerne. Er gehört zu den wenigen Bud Spencer-Filmen, wo ich immer noch sage, okay, da ist Bud Spencer noch Bud Spencer, da nehme ich ihm die Dampframme auch noch ab. Das ist nicht immer so. Aber bei dem Film tue ich es noch. Das ist so gerade so die Grenze noch mit, ich sagte ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da fing das dann so an, dass Bud Spencer aufgrund seines Alters natürlich dann auch ein bisschen, ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber ein bisschen albern wirkte dann nachher mit diesen ganzen Prügelfilmen und so weiter. Aber gut, das ist ja eine persönliche Meinung, die ich habe. So, ich versuche es jetzt mal ohne Brille. Ja, der nächste Film, den ich mir angesehen habe, war ein Eastern. Den hatte ich mir zugelegt als Mediabook, weil ich den immer sehen wollte, weil ich habe die Aushangfotos von diesem Film. Und es war einer der Filme aus der Bruceploitation-Reihe, also der Reihe mit Bruce Lee-Filmen, wo kein echter Bruce Lee mitspielt. Der Film Bruce Lee, The King of Karate, er war der Größte, ist für mich ein sehr gelungener Kung-Fu-Karate-Film, einer der besseren sogar, muss ich sagen. Und dass er eine Mediabook-Veröffentlichung erfahren hat, freut mich umso mehr. Ja, es geht natürlich auch wieder um Bruce Lee und die üblichen Sachen. Also Story ist immer irgendwie weitgehend immer dasselbe. Gut gegen Böse, bla bla bla. Trotzdem tolle Kämpfe, tolle Szenerien, toll inszeniert, finde ich auch. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Es gibt da weitaus schlechtere Bruceploitation-Filme. Und in diesem Fall, muss ich sagen, ist der Film wirklich richtig gut gelungen. Ja, gehört jetzt mit zu meinen Favoriten der Kung-Fu- und Karate-Filme. Goodbye Bruce Lee ist ja mein absoluter Favorit der Bruce-Ploitation-Filme. Und der kommt unmittelbar dahinter. The King of Karate. Danach habe ich den Film gesehen Ex Machina. Sage ich jetzt Ex Machina oder Ex Machina? Also Ex Machina, so nenne ich das jetzt mal. Korrigiert mich, wenn das anders ausgesprochen wird. Interessanter Science-Fiction-Film. Also ich war echt überrascht. War auch eine von diesen Grabbelkörbchen-Aktionen. Mir den mitgenommen, habe mir das reingetan und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja Science-Fiction-Filme und ich fand, das ist ein Science-Fiction-Thriller und sehr, sehr gut gemacht. Kann ich jedem empfehlen, schaut euch den Film an, gefällt mir. Ich will gar nicht so viel davon verraten. Es geht nur darum, dass ein Mitglied einer Firma, ein Mitarbeiter einer Firma, der sehr gute Resultate erzielt hat, von einem von dem Erfinder oder Firmenchef, sage ich mal, auf sein privates Anwesen eingeladen wird und ihm bei einigen Sachen unterstützen soll. Das Ganze stellt sich aber dann nachher dann doch anders heraus. Und was sich da alles entwickelt, das will ich hier gar nicht verraten. Das ist ein super Film, kann ich nur sagen. Unbedingt sehenswert. Also wer den Film noch nicht kennt, schauen. Also Science-Fiction-Fans, für Science-Fiction-Fans würde ich schon fast sagen, ein Must-Have. Ich bin ja mal mit Superlativen sehr vorsichtig, aber ich fand den Film sehr gut und gelungen und vor allen Dingen auch mal endlich mal wieder ein Film, der einem gefallen hat von den neueren Filmen. Wenn ich Science-Fiction gucke oder so oder Bock habe auf Science-Fiction, gucke ich ja meistens mehr die klassischen Filme, die Klassiker, die Retro-Filme. Aber bei den neueren bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber hier war das total super. Also Ex Machina kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich mir einen Film angeschaut, den ich im Kino seinerzeit verpasst hatte. Ich hatte dann mal von Marketingfilm die VHS-Kassette in den Fingern, die schöne blaue. Den Film aber nie geguckt, weil den bekam ich mit einem Konvolut. Und ein paar Filme aus dem Konvolut habe ich geschaut, den aber ausgerechnet nicht. Ich habe ihn mir jetzt, weil er auch günstig im einigermaßen günstigen Kurs war, also war nicht mehr ganz so teuer, habe ich ihn mir als Blu-ray zugelegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mir zwar gefallen, aber er hat mich auch ein Stück weit enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hatte mehr erwartet und ich habe festgestellt, dass der Film auch mehr so auf der Indiana Jones-Reihe ritt. Die Rede ist von Höllenjagd bis ans Ende der Welt mit Tom Selleck. Der hatte natürlich damals gerade so einen schönen Hype mit Magnum. Der war ja als Privatdetektiv Magnum unterwegs und
dann hat man ihn gecastet und eingekauft für Höllenjagd bis ans Ende der Welt. Ich fand Höllenjagd bis ans Ende der Welt jetzt nicht so unbedingt. Er ist gut gemacht, unterhaltend gemacht, also ich will ihn nicht als schlechten Film abstempeln, aber mich spricht er irgendwie nicht so an. Dennoch sehr sehenswert, muss man sagen. Immer mit dem Hintergrund wissen, dass natürlich das 80er Jahre gewesen sind und natürlich auch der Hype, der Indiana Jones Filme spielte. Er spielt ja auch so ein Abenteurer. Er ist so ein Pilot, der dann von so einer Millionärin, deren Vater da für tot erklärt werden soll und das ganze Geld soll dann seinen Geschäftspartner bekommen und sie engagiert dann Tom Selleck, damit er mit ihr da den Vater sucht. Sie selbst ist eine Abenteurerin, führt ein schönes Leben, ja, kann selbst viele Sachen gut machen. Und naja, gut, okay. Es ist aber ein interessanter Film, unterhaltend ist er auf jeden Fall, macht Spaß. Dann habe ich mir angeguckt den Film Ghostbusters Frozen Empire. Der hat mir ausnahmsweise mal gut gefallen. Es gab ja diesen Reinfall mit den Mädels, die da den Ghostbusters, die Ghostbusterinnen gespielt haben. Es ist ja auch, wir müssen ja alles jetzt, ich wiederhole mich nur bei dem Thema. Auf jeden Fall Ghostbusters Frozen Empire gefiel mir ganz gut, war unterhalten, jedenfalls besser als dieses Debakel, was wir da hatten mit den Frauen. Und auch Bill Murray spielt da noch mit und auch einige von den älteren Darstellern spielen mit. Einer natürlich leider nicht, Evan Reitman, der ja nun leider verstorben ist. Der ist in dem Film nicht dabei, aber sie widmen ihm diesen Film. Und ich fand ihn sehr unterhaltend. Schönes Keen-Top. Kann sich sehen lassen. Also den kann man sich gerne anschauen. Gefiel mir auch sehr gut. Ja, danach wurde es wieder japanisch. Dann habe ich mir nach langer Zeit mal wieder angeguckt Godzilla Final Wars. Zu dem Film muss ich auch nicht viel sagen. Kennt mittlerweile jeder. Ich mag den Film sehr gerne. Das Einzige, was mich an diesem Film stört, das erwähne ich immer wieder, ist Minilla oder Minya, Godzillas Sohn. Wie man den da in die Geschichte eingebaut hat, finde ich völlig gaga. Aber gut, das sind die Japaner und was will man da machen? Ansonsten hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, alle Monster kommen drin vor, selbst der Emmerich-Lurch kriegt von Godzilla einen auf die Nuss und ja, landet dann in der australischen Oper, aber naja, gut, wir kennen den Film. Aber immer wieder gern, ich gucke ja auch gern, sehr gern die Godzilla-Filme und japanischen Monsterfilme, also von daher immer wieder gut. Ja, danach gab es eine Premiere und zwar hatte ich mir den Film aus dem Hause Wicked Vision bestellt. Kaltiki, Rätsel des Grauens. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mir sonderlich nicht gut gefallen, was auch mit der Synchro von dem Film zu tun hat, weil die ist ja neu gemacht worden, weil ja die alte Tonspur nicht auffindbar war. Wicked Vision hat eigentlich alles gut gemacht. Ihr habt ein gutes Bild, auch guten Ton, tolles Mediabook. Mir persönlich sagt dieser Film mit der neuen Synchro nicht zu. Erstens wirkt sie wie eine Studio-Synchro. Nicht so gut wie teilweise wie bei Anolis, muss ich dazu sagen. Die haben sich ja auch von Film zu Film haben die sich ja auch mehr oder weniger gesteigert. Ist trotzdem gut gemacht. Aber es spricht mich irgendwie nicht so an. Der Film selber, ja, ist okay. Das ist eben halt B-Movie, klar. Aber wir wissen ja, wer bei Wicked Vision Filme kauft, dass er ganz spezielle Filme kauft. Und der Film selber an sich ist auch nicht so schlecht. Aber es ist wirklich schon ein Unterschied. Das merkst du, ob du einen Film in der Original-Kinosynchro der damaligen Zeit hast, also deutsche Kinosynchronisation der damaligen Zeit hast, oder ob du das neu machst. Das ist schon ein Unterschied. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ja, Film zwar ganz okay, Synchro, okay, gibt ja nichts anderes, was willst du da machen? Also, ich will das jetzt nicht schlecht reden, das Mediabook, darauf will ich hinaus. Mir hat aber nur diese Synchro einfach nicht gefallen. Die ist mir zu studiolastig, würde ich sagen. Es ist auch keine Pornosynchro, also sprich eine billig dahingeklatschte, das ist sie nicht. Aber es ist eben nicht, ja, die Kinosynchro der, ich glaube, 60er Jahre war das damals oder 50er Jahre. Interessanter Film. Ja.
ich hadere mit mir noch, ob ich den im Archiv lasse oder ob ich den doch wieder an jemanden, der Interesse hat, den abstoße. Ich muss mal gucken. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Muss man schauen. Ne? Kaltiki, Rätsel des Grauens. Danach habe ich einen Film mir angeguckt, der heißt Westfront 1918, die vier von der Infanterie. Es geht um vier Soldaten und deren Schicksal im Ersten Weltkrieg. Der Film ist aus Deutschland von 1930 und unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst. Pabst hat viele Filme gemacht, darunter auch den Film Kameradschaft, den Film Es geschah am 20. Juli, die Drei-Groschen-Oper. Er hat also viele Filme gedreht, das sind nur einige davon. Und der Film ist... ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ganz genau verstanden, jetzt im Rückblickend betrachtet, nicht genau verstanden, warum im Westen nichts Neues so gefeiert wird. Der Film, den finde ich mindestens genauso gut wie im Westen nichts Neues. Von daher verstehe ich nicht so ganz, warum der jetzt nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat wie im Westen nichts Neues. Ich fand ihn jedenfalls nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ja, Georg Wilhelm Pabst, der auch Filme ja gemacht hat, die den Nazis missfallen haben. Das war ja auch so ein Problem halt gewesen. Viele seiner Filme sind in der Nazizeit verboten worden, weil es ja auch immer dann um entweder den Krieg ging oder es ging auch zum Beispiel im Film Kameradschaft um die Franzosen und Deutsche, Kumpel. Und solche Filme, was zur Einheit oder zu einer Freundschaft führt, das war den Nazis natürlich dann ein Dorn im Auge und deswegen waren die Filme dann auch dann relativ schnell weg. Und wie gesagt, Westfront 1918, Vier von der Infanterie, ist ein sehr, sehr toller Film. Er ist mindestens genauso gut wie Im Westen nichts Neues. Und deshalb würde ich auch diesen Film jedem cineastisch Interessierten diesen Film ans Herz legen. Ganz ehrlich, würde ich machen, ja. Ja, danach habe ich mir dann angeguckt einen Film aus der neueren Zeit. Ich glaube, der ist von 2022 oder 2023. Der vermessene Mensch. Ich hatte den ja schon mal im cineastischen Monatsrückblick und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist bei mir im Ansehen eigentlich noch ein bisschen gestiegen. Also wie gesagt, es geht da darum, dass es irgendwann in der Kaiserzeit... Da geht es um das Schicksal eigentlich der Hereros und der Nanas, zwei afrikanische Völker, die dann unter der deutschen Kolonialregierung größtenteils, wo ein Völkermord begangen worden ist. Und diese Rolle, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, diese Rolle der Hereros und Nanas ist nicht so rausgearbeitet worden, wie es eigentlich hätte sein sollen. Es steht zum einen eine Beziehung zwischen einer Afrikanerin und einem Deutschen im Vordergrund und es gibt diese bekannte Szene, also es geht darum, die sind vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, oder vor der Besetzung irgendwie, was weiß ich, sind die da in, ist so eine Delegation in Berlin aus Afrika und er lernt die eine kennen, die ist dann Fotografin und so eine Weltausstellung und dieser Anthropologe, um den es da hauptsächlich geht, da besteht so eine Beziehung, Bindung irgendwie und er will sie wiedersehen. Und dann fährt er nach Deutsch-Westafrika, um sie dann wiederzusehen. Er findet sie dann nachher auch und diese Szene, wo er sie wiederfindet, die ist so abartig. Ich spoiler hier nicht, das müsst ihr euch selber angucken, die ist so abartig. Also da muss man sagen, da war ich den Tränen nahe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so grausam, was da sich abspielt. Das kann man in Worte eigentlich gar nicht fassen. Und der Film an sich ist leider viel, wie sagt man, der bekommt nicht die nötige Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient. Klar, man hätte natürlich das Schicksal der Hereros und Nanas besser rausarbeiten können, aber trotzdem ist der Film sehr sehenswert. Und wie gesagt, wo er sie da wieder trifft, das ist so krass, Alter. Das ist so mega krass. Echt, da ist mir echt so die Spucke im Hals hängen geblieben, kann man echt sagen. Ja, sehr empfehlenswerter Film, Der vermessene Mensch. Ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken.
Danach brauchte ich dann wieder etwas Abwechslung in Form von Action-Kino, habe ich gemacht. Ein Fall für Cleopatra Jones, den habe ich mir angeschaut. Toller Film, Action-Kino, Black Cinema, Blaxploitation heißen die Filme ja, Blaxploitation oder Blaxploitation. Ja, den habe ich mir dann angeschaut, war ganz interessant und so eine Art weiblicher Dirty Harry in Schwarz sozusagen, der da rumgeballert hat, so eine FBI-Agentin. War nett unterhalten, Charlie Winters war ihre Kontrahentin und die dann auch ein ja doch recht grausames Ende später findet. Also von daher ein sehr actionreicher Blaxploitation-Film, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ja, danach habe ich mir dann angeguckt, Cleopatra Jones gegen die Drachenlady. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mir nicht so gut gefallen. Das ist wie immer bei Filme, die dann nachkommen, alles zu aufgesetzt, alles zu übertrieben, alles zu blöd. Der erste hat mir gut gefallen, der zweite, die Drachenlady. Nee, tut mir leid, also da konnte ich dem Film wirklich nichts abgewinnen. Bin ich ganz ehrlich. Konnte ich einfach nichts abgewinnen. Ist so. Ja, und der letzte Film, den ich im Monat gesehen habe, außerhalb des Marathons, war dann wieder ein japanischer Monsterfilm. Damit schließe ich auch diesen cineastischen Monatsrückblick. Die Rede ist von einem Monsterfilm aus den 50er Jahren von 1958. Die Rede ist von Varan, das Monster aus der Urzeit. Varan, es geht um einen riesigen Varan, der da in einem See lebt, dann plötzlich an Land kommt, und dann sein Unwesen treibt. Das ist schon der ganze Plot des Films. Sehr interessant gemacht für die 50er Jahre. Ich kannte ihn bisher nur als Stummfilmversion auf Super 8 in der Kurzform. Dann hatten wir irgendwann 8 Films, haben die dann rausgebracht auf DVD. Ja, und gelungener Film und endlich verfügbar natürlich dann auch fürs deutsche Heimkino. Den habe ich mir natürlich noch angeschaut. Ja, für jeden Monster- und Kaiju-Fan ein Must-Have und sehenswert für alle anderen Monster-Film-Fans, die in den 50er Jahren Kino geguckt haben oder 50er Jahre Kino gucken, Monster-Kino gucken. Auch dafür ist der Film ideal geeignet. Ja, ihr Lieben, das war der cineastische Monatsrückblick. Ich hoffe, es waren ein paar Filme für euch als Tipp dabei. Die Marathone, wie gesagt, ab September geht's los, dass ich die Filmmarathone gesondert vorstelle. Und das wird passieren mit dem nächsten cineastischen Monatsrückblick. Ich weiß noch nicht, ob ich das gesondert mache oder ob ich den Marathon hinten ranhänge. Also erst den cineastischen Monatsrückblick, das, was man so regulär gesehen hat. Und dann den Marathon hinten ranhängt, also gleich durchgehend und dann kommen wir jetzt zu dem Filmmarathon. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Oder separat. Muss man mal schauen. Ihr Lieben, das war das, was ich im August 2024 gesehen habe. Der cineastische Monatsrückblick kam daher dieses Mal etwas später, weil, wie gesagt, privat, beruflich jetzt viel momentan im Umbruch ist. Bei mir passiert momentan wahnsinnig viel. Deswegen auch momentan so mit Videos. Reviews habe ich ja auch ein paar abgedreht. Neue für ein paar Mediabooks und eine DVD. Und schauen wir mal, das wird dann in der nächsten Zeit hier auch zu sehen sein. In diesem Sinne erstmal, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, fröhlich, munter, mir gewogen. Hinterlasst gerne ein Like und ich sage dann noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.